Wenn am Wandfuß ein Bündel abgeflexter Beut liegt, dann ist irgendwo die Hölle los. So geschehen vor 2 Wochen im Frankenjura. Eine Route wurde entfernt. Die Wogen gehen hoch. Ja, und damit herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Beta, präsentiert von Bächli Bergsport und Mammut. Das Klettergebiet Frankenjura steht im Fokus unserer heutigen Sendung. Das sind die 2 Schwerpunktthemen. Vor gut 2 Wochen jährte sich der 10. Todestag von Kurt Albert. Wir werfen einen Blick zurück auf das Wirken des visionären Franken und fragen uns vor allem, was seine Vision war und wohin das heute geführt hat. Ja, auch beim 2. Schwerpunktthema bleiben wir im Frankenjura. Wir wechseln aber sozusagen in die Gegenwart. Julian Söhnlein hat die Route The Last Dance eingebohrt. Alex Mergos hat sie dann erst begangen. Wenige Tage später gehört die Route aber schon der Vergangenheit an. Sie wurde nämlich entfernt. Alex Mergos sagt, genug ist genug und verrät uns im exklusiven Interview, was sonst noch alles schiefläuft im Frankenjura. Ja, und Carrots for Assholes, sagt Markus Bock. Auch er nimmt Stellung zur Kontroverse. Er bezieht die Gegenposition zu Alex Mergos und erklärt diesem zumindest auf Instagram auch sogleich den Krieg. Ja, im Frankenjura läuft es also ziemlich schief. Es brodelt ziemlich. Diese Aktion hat offenbar das Fass zum Überlaufen gebracht. Wir schauen uns das später in der Sendung, wie gesagt, jetzt an. Zuerst aber zu den Kurznews. Schwierigkeitsgrade sind nicht in den Stein gemeißelt, vor allem nicht, wenn der Franzose Nicolas Bellorson wieder einmal zuschlägt. Er kletterte den 9A Boulder Nog Boaty Only von Charles Albert und wertet diesen deutlich auf 8C ab. Damit steht Burden of Dreams von Nalle Hukkataival wieder als einziger 9A Boulder der Welt da. Nicht abgewertet, sondern aufgewertet wurde die Ticklist des amerikanischen Boulder-Profis Dave Graham. Er schloss vor wenigen Tagen sein Langzeitprojekt, die Route mit dem komplizierten Namen ab, Ali Hulk Extension Total Sit Start, bewertet mit 9B. Stark unterwegs ist auch die weibliche Fraktion in der Kletterszene. Marin Devene kletterte erfolgreich den mit 8B+ bewerteten Magic Wood Boulder New Baseline. Der Kanadier Will Gatt reiste zum Kilimanjaro, um die vom Klimawandel bedrohte Messnerroute zu klettern. Sein Ziel dabei, für den Klimawandel sensibilisieren. Ein Abschmelzen von Kletterrouten sei ein wichtiges Warnzeichen, sagt er. So könne die Eiskletter-Community für das Problem sensibilisieren. Ja, das ist ein schöner Film, der da entstanden ist, eindrückliche Bilder, aber mir geht eben auch durch den Kopf, dass Will Gatt ja wahrscheinlich nicht mit dem Fahrrad quer über den Globus gereist ist, um seinen Dienst für das Klima da zu verrichten. Also mein Verdacht, das ist auch wieder mal ein bisschen PR auf Kosten des Klimawandels. Aber wo hast du dich so rumgetrieben, Remo? Ja, ich war klimatechnisch eigentlich relativ, möchte ich sagen, vernünftig unterwegs, bin ins Tessin gefahren in den Ferien, habe ein bisschen gebouldert, geklettert, paar Blöcke geputzt und habe noch ein paar Bolts aus einer Route rausgeschlagen, die mir nicht gepasst hat. Wirklich? Nein. Dazu kommen wir erst noch. Du warst in Sardinien, oder Dominik? Genau, aber zuerst war ich noch in Grindelwald. Ich habe da ein Interview gemacht mit Rainer Rettner. Er ist Mitautor von diesem neuen Buch, das wir an dieser Stelle vorstellen und empfehlen wollen. Es ist ein spannendes Buch über die eigene Nordwand mit vielen Geschichten, die man vielleicht noch nicht so kennt. Das Interview mit Rainer Rettner, er besitzt übrigens das größte Privatarchiv zur eigenen Nordwand, das könnt ihr auf lagrux.com lesen. Wechseln wir nun in den Frankenjura und damit zum Schwerpunkt der heutigen Sendung. Vor 2 Wochen machte Alex Mergos auf Instagram bekannt, dass eine Neutour, die er erst begangen hatte, von einem Unbekannten entfernt wurde. Seither gehen dort die Wogen hoch. Remo, was geht da genau ab? Ja, es geht um die Route The Last Dance, die wurde von Julian Söhnlein eingerichtet und von Alex Mergos erst begangen. Wenige Tage später war dann die Route schon wieder weg. Die Bolts lagen unten am Wandfuß, die Kleberhaken wurden entfernt. Alex Mergos hat sich dann ziemlich empört auf Instagram geäußert, gesagt, genug ist genug. Wir müssen jetzt mal darüber sprechen, was alles schief läuft im Frankenjura. Wir haben natürlich nun mit Alex Mergos gesprochen und ihn gefragt, was ist eigentlich los bei euch im Frankenjura? Ich denke, dass einfach über die letzten Jahrzehnte in der Fränkischen einiges schiefgelaufen ist und das aber nie irgendwie in die Öffentlichkeit getragen wurde. Und ich denke, dass jetzt eben mit dem Rausflexen der Route von Julian und mir, dass es das quasi das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und
jetzt Leute anfangen und versuchen, was dagegen zu tun. Vor 2-3 Tagen hast du eben auch gesagt, dass es auch irgendwie ein Konflikt zwischen Generationen ist, zwischen neuen jungen Klettern, wie ihr das seid, und den Alten, die irgendwie am Alten festhalten. Ja, richtig. Also ich denke auf jeden Fall schon, dass es zwischen der alten und der jungen Generation ist. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es daraus resultiert, dass die alte Generation nicht damit klarkommt, dass es in der neuen Generation einfach jetzt Youngsters gibt, die halt, was weiß ich, 20 Jahre alt und oder 18 Jahre alt sind und Routen, die damals eben vor 10, 15, 20 Jahren als das absolute Limit im Sportklettern angesehen wurden, heutzutage einfach innerhalb von ein paar Versuchen geklettert werden. Ja, die Route The Last Dance, die liegt links von der im Jahr 1993 eingerichteten und erst begangenen Route Burn For You. Eingerichtet und erst begangen wurde die Tour von Michael Ortung. Und eben dieser Michael Ortung hat gesagt, es geht nicht, diese Neutour links davon, The Last Dance von Alex Megos und Julian Söhnlein, passt ihm nicht, er sei nicht einverstanden mit dieser Tour. Wir haben auch mit Michael Ortung gesprochen und ihn gefragt, was findest du denn nicht okay an dieser neuen Route? Von unten vom Sockel weg, einschließlich den schweren kurzen Übergang, wo die Haken also relativ dicht gesteckt haben, würde ich sagen, bis dahin kann man es als eigenständige Linie gerade noch so bezeichnen. Also es ist mehr oder weniger akzeptabel. Ja? Mhm. Es ist nicht grandios, aber es ist akzeptabel. Danach klettert es halt sehr nah ans Burn for You hin. Wie gesagt, ich konnte mit einer Expresslänge fixiert im Gurt hängend ganz locker ins Burn for You rübergreifen. Michael Ortung war also nie damit einverstanden, dass links von seiner Route Burn for You eine weitere Neutour existieren kann. Sein Argument war vor allem eben auch, dass das Alleinstellungsmerkmal von seiner Route Burn for You dadurch gefährdet werde. Das sagt Ortung. Die Tendenzen heutzutage, dass quasi Kombinationen entstehen oder Routenabstände halt nicht so klar definiert sind, dadurch passiert es halt sehr schnell, dass eine Wand halt einen Trainingscharakter bekommt und das Alleinstellungsmerkmal der Touren nicht mehr klar dargestellt wird. Ja? Mhm. Weil, ich sag mal so, der Nächste fängt dann im Riss an, quer den Julian Söhnleins Tour rein oder Megos Tour rein, dann ins Burn for You rüber und dann irgendwann im Corona raus oder umgekehrt. Ja, dieses Argument von Michael Ortung haben wir so auch an Megos, Alexander Megos, gegeben. Das sagt er dazu. Ja, natürlich. Das Argument kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich meine, sicher, es ist einfach nicht schön, wenn dann quasi alles komplett zugebohrt wird und keine Linie mehr ersichtlich ist. Aber das war in dem Fall einfach überhaupt nicht der Fall, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich denke, was das größere Problem ist, ist nicht, dass man nicht möchte, dass es dann quasi einfach einen Wald von Bohrhaken gibt und alles zugebohrt wird, sondern das Problem, was ich sehe, ist, dass sich halt einzelne Personen sich rausnehmen können oder rausnehmen zu entscheiden, wer wo was einbohren darf und wer nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich dann diese Leute eben über die Regeln der Gesellschaft hinwegsetzen und selber für sich entscheiden, dann welche Routen bleiben und welche nicht. Und das ist eigentlich für mich das Problem, was ich sehe, weil ich denke, wenn etwas zu nah gebohrt wird, dann regelt das die Kletter-Community. Ja, auch die Franken-Jura-Legende Markus Bock hat sich in die Kontroverse eingeklinkt auf Instagram. Unter dem Hashtag Carrots for Assholes schießt er gegen Alexander Megos. Bock hat ja selber sehr viele Top-Routen im Franken-Jura erst begangen und ist ein bekennender Verfechter davon, dass er Routen auch wieder entfernt, wenn sie seine Routen gefährden. Das sagt er auch so in diesem Wortlaut mehr oder weniger in einem Interview, das wir uns kurz anhören. Was ich klar sagen muss, ist das, wenn, und das habe ich schon vor vielen Jahren gesagt, wenn meine Linien verbohrt werden, also meine Erstbegehungen, mit einem anderen Ausstieg oder irgendwas, dann werde da, solange ich lebe, einschreiten. Und dieselbe Argumentation hat der Kurt gehabt, das weiß ich. Der hat da immer in seinem Auto ein Brecheisen dabei gehabt, um Bühler rauszudrehen, die dann im Nachhinein dazukommen sind. Und ich habe damals schon gesagt, für die paar wenigen Leute, die da irgendwie Klassiker hinterlassen haben, wie Kurt und wie Wolfgang, werde ich auch noch einstehen. Also ich mache mir
um die Fränkische Schweiz jetzt keine große Sorgen, solange du dein Brecheisen im Auto hast. Flex. Ja, Flex immer dabei. Das haben wir natürlich aufgegriffen, dieses Thema oder diese Aussage, und haben zum Hörer gegriffen und Markus Bock angerufen und ihn gefragt, wie stehst du eigentlich zur ganzen Sache mit The Last Dance? Was nett sein kann, ist das, dass Sachen verbohrt werden, klassische Routen, und dass so wenig Respekt da ist. Und da wäre ich mir vehement, wäre ich genau das umsetzen, was ich vor 10 Jahren schon gesagt habe. Ich wäre hergehen und meine Touren verteidigen, bis ich in die Kiste steige. Und dasselbe wird der Werner tun und dasselbe wird der Michel tun. Burn for You ist wirklich eine der ganz wenigen Touren, wo gar nichts gemacht ist. Es war die zweite 8C im Frankenjura gewesen. Es ist eine der ganz, ganz wenigen Touren in der Fränkischen, von den schweren Touren, wo kein Griff mit Zigger befestigt ist oder sonst was, weil ansonsten lässt es die Felsqualität leider hier nicht zu, dass jemand da angeschissen ist und die Nachttour rausmacht. Das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Ja, das sind klare Worte, wie man es kennt von Markus Bock. Wir haben ihn deshalb einfach gerade rausgefragt, warst du es, der die neue Tour rausgenommen hat? Die Tour ist von mir nicht rausgemacht worden. Die Tour hat der Michel selber rausgemacht. Aber wir waren gemeinsam am Fels. Ja, Michael Ordnung bestätigte uns gegenüber dann auch selber, dass er die Tour eigenhändig rausgenommen hat. Ja, dann ist nämlich diese Spekulationsscheiße auch beendet. Ne? Ich denke halt einfach, dass der Platz zwischen Burnfolio und dem Riss einfach zu eng ist. Abgesehen von diesem Konflikt rund um diese Route The Last Dance wetzen sich ja eben mal Alexander Megas und Markus Bock die Klingen. Begonnen hat alles mit einem Kommentar von Markus Bock, in dem er geschrieben hat, you will war. Gemeint war wahrscheinlich you will get war or you want war, das wissen wir nicht so ganz. Alexander Megas hat das aufgenommen und eine Erstbegehung danach benannt und wieder so einen Seitenhieb zu Markus Bock gemacht. Dieser hat dann ein neues Instagram-Profil eröffnet und vermanscht in einem Video Hackfleisch und schreibt darunter Carrots for Assholes. Er spielt darauf auf den Hashtag von Alexander Megas an, der häufig schreibt Carrots for Power. Es geht also ziemlich hin und her zwischen den beiden. Ja, die Geschichte, die pendelt sich nun also damit irgendwo zwischen kindisch und ein bisschen unheimlich ein. Und wir wollten jetzt einfach von beiden wissen, hey, was soll das? Ich glaube, ich bin ein gutmütiger Mensch und ich bin da jemand, der eigentlich keinen Streit sucht. Und da mache ich dem Alex noch gar keinen Vorwurf. Ich kenne den Alex zu wenig. Aber ich bin jemand, der schon einfach als straight ist, das immer war. Und ich auch irgendwo, wenn mir jemand auf den Nerv geht, dann kann er echt unangenehm werden. Und das sagt Alex Megas dazu. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mit meinem Routennamen letzte Woche mit You Will War habe ich auch eigentlich einen Fehler gemacht. Was hat sich dahinter gesteckt? Da hat sich eine Anfeindung von Markus Bock dahinter gesteckt und ich habe dann die Route nach seinem originalen Post benannt, nämlich You Will War. Und das war natürlich auch nicht korrekt von mir, dafür möchte ich mich auch entschuldigen, weil dass der eigentlich dann wieder so ein bisschen Kindergartenniveau ist. Er hat sich bei mir auch nicht persönlich gemeldet oder hat nicht das Gespräch gesucht. Also ich weiß nicht, worauf er damit hinaus möchte. Also ich weiß auch nicht, welches Ziel er mit seinem Instagram-Account verfolgt. Und die Hashtag Carrots for Assholes und so weiter, wie wirkt das auf dich? Also? Ja, ich meine, das zeigt mir halt, dass es ein bisschen sehr kindisch wird, weil ich denke mal, mit dem Hashtag kann er mich nicht irgendwie in irgendeiner Weise beeinflussen, oder wenn er glaubt, dass er den Hashtag in irgendeiner Weise beeinflussen kann, dann ich denke, dann ist es fehl am Platze, weil ich meine, er kann so viele Hashtags da drunter hauen, wie er will. Ich denke, das Einzige, was in der Situation helfen würde, wäre irgendwie das Gespräch zu suchen. Und vielleicht seine Meinung, dass er mir seine Meinung darlegt und ich ihm meine Meinung. Aber jetzt mit einem Hashtag ist eigentlich dem Konflikt quasi nichts Gutes getan, meiner Meinung nach. Eigentlich hatten wir als Schwerpunktthema für diese Sendung den 10. Todestag von Kurt Albert ins Visier gefasst. Dann kam aber eben der Disput um The Last Dance auf. Und dann haben wir gesagt, ja, das müssen wir natürlich auch mit reinnehmen. Es passt ja auch insofern, es ist beides im Frankenjura
Und wenn man eben genau schaut oder sich daran erinnert, auch Kurt Albert hat mit seinen visionären Ideen um den Rotpunkt und Freiklettergedanken eben auch für Kontroversen im Frankenjura gesorgt. Also das war schon immer irgendwie ein heiß umkämpftes Pflaster dort. Ja, nun, am 28. September war eben der 10. Todestag von Kurt Albert, dem Erfinder des modernen Kletterns, kann man eigentlich sagen. Der aus Nürnberg stammende Kurt Albert gilt als Erfinder des Rotpunktkletterns und gehört damit zu den bedeutendsten Köpfen der Klettergeschichte. Als Kurt Albert 1973 einen Ausflug ins Elbsandsteingebirge macht, wird er auf den Freiklettergedanken aufmerksam, der dort schon seit Ende des 19. Jahrhunderts existierte. Die Regel war, dass man Sicherungspunkte nur zum Auffangen eines Sturzes nutzte, nicht aber zur Fortbewegung oder für Ruhepausen. Albert notiert nach seiner Rückkehr: Entstanden ist der Zweifel am richtigen Weg, den das Frankenklettern bislang geht. Denn dort im Frankenjura wurde vor allem technisch geklettert. Man bohrte viele Haken in die Wand und zog sich daran hoch oder nutzte die Sicherungspunkte für Ruhepausen. Albert ist der Überzeugung, dass sich das Klettern nur weiterentwickeln kann, wenn die Regeln neu definiert werden. Die ganze Wand soll ohne Ruhepausen durchstiegen werden, erst dann gilt sie als bezwungen. Er beginnt im Frankenjura bestehende Kletterwege auf diese Art zu klettern, zu befreien. Jedes Mal, wenn es gelingt, malt er einen roten Punkt an den Einstieg, um zu signalisieren, dass diese Wand befreit wurde. Seine Idee findet in der Generation heranwachsender Kletterer Anklang, nicht aber bei den alteingesessenen Klettergrößen. Sie fühlen sich von der neuen Regel bevormundet. Albert hält fest: Der Rotpunkt stieß auf heftigste Kritik. Viele Kletterer sahen nur noch rot und verkannten die Idee, die dahinter steckt. Inzwischen hat sich gezeigt, dass Albert richtig lag. Rotpunktklettern hat sich längst als die Form des Sportkletterns durchgesetzt und führte aus der Sackgasse des technischen Kletterns heraus. Am 28. September 2010 verstarb Albert auf tragische Weise. Ausgerechnet auf einem Klettersteig stürzte er ab, nachdem er sich in seine Sicherungsschlinge setzte und der unverschraubte Karabiner dabei aufging. Eben erschienen ist das Buch Kurt Albert, eine Biografie, geschrieben von Tom Dauer. Dominik, du scheinst eine ziemliche Leseratte zu sein, denn auch dieses Buch hast du in deinen Ferien auf Sardinien gelesen, richtig? Ja, genau. Also ich hatte es dabei und ich muss gestehen, ich habe nicht das ganze Buch gelesen, dazu hat mir die Zeit gefehlt. Aber was ich gelesen habe, das war doch sehr interessant und ich würde auch, glaube ich, empfehlen, das ganze Buch zu lesen oder mir empfehlen. Ich mache es noch. Auf jeden Fall, was ich noch erfahren habe. Also ich meine, ich kannte Kurt Albert, der war mir schon ein Begriff, aber so genau, was er gemacht hat und was seine Idee war, das wusste ich auch nicht. Und das war wirklich sehr interessant, das mal genau zu sehen, wie er auf diese Idee mit dem Rohpunkt gekommen ist. Und auch noch ganz viele andere Definitionen eigentlich sind ihm da durch den Kopf gegangen, also auch Rotkreuz und Rotkreis gab es und Rohpunkt hat sich dann durchgesetzt. Man muss sich ja in Erinnerung rufen, dass das ganze Klettern, so wie es heute ist, auch irgendwie erfunden werden musste. Also musste es auch eine Vision haben. Und ich denke, wenn du jetzt heute in eine Kletterhalle gehst, dann hat sich das so etabliert, der Sport. Es ist so selbstverständlich, dass man da eben frei klettert, dass viele Leute wahrscheinlich gar nicht wissen, was sie überhaupt machen. Freiklettern, was es ist, wer Kurt Albert ist, was Rotpunktklettern ist. Das finde ich noch interessant. Genau das war unsere Vermutung, unser Vorwurf quasi der Kletter-Community gegenüber. Wir wollen es aber nicht bei der Spekulation unsererseits belassen, sondern haben uns unter die Leute gemischt und mal gefragt, wisst ihr, was Rotpunktklettern ist, wisst ihr, wer Kurt Albert ist, etc. Hier hört ihr, was gesagt wurde. Okay, meine erste Frage wäre Freiklettern. Was sagt euch das, der Begriff Freiklettern? Meinst du jetzt Free Soloing oder meinst du Vorsteigen? Freiklettern, also Soloklettern, oder? Ja, das ist wahrscheinlich in Frieso, oder was du meinst? Ja. Sagt dir der Begriff Freiklettern etwas? Ja, ich kenne es noch unter dem englischen Begriff Free Solo. Wäre frei übersetzt Freiklettern, aber Freiklettern ist ja auch am Seil. Ohne Seil klettern? Ohne Seil. Freiklettern. Was? Ohne Seil? Freiklettern, sich frei fühlen beim Klettern. Also von dem, was ich bis jetzt gehört habe, sind das einfach die Personen, die draußen, also an der richtigen Felswand, auch gleich ohne Seil und ohne irgendwelches Klettersicherungsgerät. Also Freeclimbing ohne Seil?
meiner Vorstellung ist es eigentlich wie so, das alleine in der Felswand ohne Sicherung gewesen. Nur vom Felsklettern, ne? Das ist für mich Freiklettern. Genau. Was ist eigentlich der Begriff Freiklettern? Die Struktur vom Felsklettern. Genau. Das war ja immer das Spannende zwischen Ueli Steck und Albert Arnold. Ueli Steck ist die eigene Nordwand in 3 Stunden 48 hoch ohne technische Hilfsmittel. Und der Arnold hat technische Hilfsmittel. Dani Arnold. Ja. Dani Arnold. Ja. Ja. Der Großpunkt selber ist, glaube ich, eigentlich so wie ein Gästebucheintrag oben, wo man sich eintragen kann. Oder wenn man es oben erreicht hat. Im ersten Mal durchziehen. Im ersten Mal? Ja. Mit vorher beobachten. Also, ja. Der Begriff Rotpunkt, kennt ihr den? Schon mal gehört. Ja, ich nicht, nein. Nicht? Nein. Bedeutet für mich, dass ich eine Route noch nie begangen habe und ich komme das erste Mal daher und klettere sie eigentlich frei. Im ersten Versuch dann habe ich sie rot gepunktet. Stimmt das? Ja. Das ist eigentlich eine gute Kletter, ohne einmal reinzufallen. Also ohne reinzustoßen. Ja, schon gehört, ja. In welchem Zusammenhang? Bergsteiger. Kletterer, ja. Kurt Albert. Kurt Albert. Jetzt lass mich überlegen. Nein, sagt mir persönlich nicht. Wahrscheinlich ein Kletterer. Ja, ja. Ich glaube, es war ein Deutscher, bin ich ganz sicher, der das Rotpunkt erfunden hat. Und er hat jede Route, die er freigeklettert ist, hat er einen roten Punkt gesetzt. Somit, ja, ich habe die roten Punkte geklettert. Ja. Ich glaube, so ist die Geschichte. Ja, genau. Ich gebe dir jetzt 3 Namen zur Auswahl. Und vielleicht weißt du, wer damals in dieser Bewegung sehr aktiv war. Das ist zum einen ist das der Reinhold Messner, der Toni Kurz oder der Kurt Albert. Kurt Albert. Kurt Albert? Ja. Was verbindest du mit diesem Namen? Er hat es mir vorher gesagt. Ja, ein bisschen Wissen ist also noch vorhanden, auch wenn vieles in Vergessenheit gerät, hat man das Gefühl, oder? Ja, genau. Wir haben deshalb den Autor des neuen Buches, Tom Dauer, haben wir angeschrieben. Er hat uns gesagt, es sei ein Herzensprojekt gewesen, das Buch zu schreiben. Und unsere Frage an ihn war dann eben gewesen, besteht denn die Gefahr, dass Kurt Albert vergessen geht, während sich das Sportklettern eigentlich etabliert als Breitensport? Ich bin mir sicher, dass Kurt Albert nie vergessen werden wird. Das ist ja auch das Faszinierende an ihm, weil er eine Idee geschaffen hat mit diesem Rotpunkt-Gedanken, die einfach weiterlebt. Die hat sich international verbreitet. Es gibt den Red Point, den Punto Rosso, den Punto Rojo. Überall wird Rotpunkt geklettert und diese Idee ist einfach in der Welt. Die ist da wie die Relativitätstheorie oder irgendwie irgendein anderer Gedanke und der verschwindet nicht mehr. Deswegen besteht die Gefahr, dass Kurt Albert vergessen wird, die gibt es eigentlich nicht. Dominik, eine Frage, bevor wir zum Ende der Sendung kommen, habe ich noch. Mir ist aufgefallen, du präsentierst immer dieses Buch so schön und korrekt. Kriegst du irgendeine Provision für dieses Buch oder was ist da los? Nein, mir gefällt das Buch, die Bücher, muss ich sagen. Und wenn sie mir gefallen und ich sie empfehlen will, dann halte ich sie natürlich schön in die Kamera. Letzter Punkt vor Ende der heutigen Sendung. Wir möchten auf die Gear Talk Sendung aufmerksam machen. Im Rahmen dieser wir sogenannte Massagepistolen für euch anschauen. Diese halten nämlich immer wie mehr Einzug in der Kletter-Community. Man kann sich damit zum Beispiel die Unterarme massieren und ist so schneller regeneriert für die nächste Session. Ja, damit ihr dieses Video und auch die nächste Bitte-Sendung nicht verpasst, abonniert den Kanal, wie immer. Damit ihr auf dem Laufenden seid, wir möchten uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns bis zum nächsten Mal.